Ich finde schön, wie Elvis, also der schwarze Elvis, sich hier durch die Gegend fahren lässt. Einer der schwarzen Elvis. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nur schwarze Elvisse. Oder wollt ihr irgendjemand anderen darstellen? Ich wüsste nicht, wer sonst solche Anzüge trägt, außer Elvis-Imitatoren. Okay, lass uns weitergehen. Ich kann mit Elvis übrigens nicht so viel anfangen. Also, er hat einige ganz interessante Lieder gemacht, aber ja, ich finde ihn auch jetzt vom sängerischen her nicht so besonders, weil dieses kehlige Singen, das ist nicht so schwer und braucht nicht so viel Technik. Ich weiß nicht, warum der jetzt so der King war. Naja, gut, was soll's. Explosive Situation. The glorious sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Nothing but a G-Thang, baby. Ja, CJ, begib dich zum Steinbruch. Das klingt doch mal wieder großartig. Wir müssen uns Sprengstoff besorgen. Habe ich nichts gegen. Dann könnten wir wieder Zeug in die Luft jagen und unser Plan verfestigt sich. Wir wollen also auf den Highway. Okay, alles klar. Wir wollen also ein Casino überfallen. Warum auch nicht? Vor allen Dingen nicht irgendwie ein Casino, sondern ein von der Mafia geführtes Casino. Gute Idee. Der Plan muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden, aber das kriegen wir schon hin. Und wir werden auch sehen, dass da einige Leute mitwirken werden, dass da einige dran mitarbeiten werden an der ganzen Sache. Wir werden hier eine schöne Heist-Crew zusammenstellen. Und dieses Prinzip der Überfälle, das hat man ja dann in GTA ein bisschen weiterverfolgt noch. Und auf die Spitze getrieben mit GTA 5, wo man ja quasi nichts anderes macht. Also schon ein bisschen was, aber das ist ja quasi die Hauptessenz dort, dass man Überfälle startet. So. Geh in den Steinbruch und klau das Dynamit. Das Dynamit ist scharf gemacht. Gute Idee. Schnapp es dir, ehe die Arbeiter es zünden. Du brauchst etwas Schweres, um diese Kisten aufzubrechen. Gute Idee, da drüber zu fahren. Das ist schon. Okay, hol dir das Dynamit, ehe der Zeitzünder abgelaufen ist und es explodiert. Komm, wir machen mal hier die schnelle Variante nach unten. Ich weiß noch, dass das geht. Man muss bloß aufpassen dabei. Wenn man kein Leben verlieren will. So, das spart nämlich schon mal gut Zeit, die man hier gebrauchen kann, bevor alles detoniert. Okay, wo müssen wir genau hin? Ich weiß es nicht. Hier geht es jetzt sehr steil runter, muss ich feststellen. So, ja, machen wir mal hier drüben lang. Komm, hier geht es ein bisschen weiter runter. Da ist der Fall wenigstens nicht ganz so tief. Ah, wunderbar, haben wir nicht mal was verloren. Und dann schnappen wir uns doch einfach mal das kleine Vehikel hier. Dude! So, meine Freunde! Nimm das Dynamit! Tut mir leid. Ihr wartet halt einfach ein bisschen im Weg. Will noch jemand sich mir in den Weg stellen oder ist dann in Ordnung? So, ich könnte vielleicht auch einfach über alle erstmal drüber fahren und es einsammeln. Danach dann in einem, aber ach komm, ist egal.
Die Zeit reicht locker aus, um mir gemütlich das auf die Art und Weise zu machen. Hey, you can't come down here. Zack. Ich habe ihn eigentlich überhaupt nicht erwischt mit den Rädern. Er hat sich höchstens den Kopf gestoßen an der Kiste, aber hey, was soll's. Da blutet er aus. Muss eine schwere Kopfverletzung sein, die er sich zugezogen hat. Weg da! What do you think you're doing? Gut, dass das Dynamit nicht explodiert ist dabei, ach. So, 4 von 4 Stangen. Wir haben alles, was wir brauchen. Fahr mit dem Dynamit nach Hause. Klingt gut. Finde ich schön. Die Security versperrt den Ausgang. Nimm das Geländemotorrad und finde einen anderen Weg hinaus. Wir könnten auch einfach in der Kiste sitzen bleiben und alles aus dem Weg fahren, was sich uns halt in den Weg stellt. Das wäre, glaube ich, genauso effizient. Aber gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann machen wir das halt auf die Art und Weise. Ich glaube ja, meine Variante wäre die günstigere, weil da drin bist du sicher in der Kiste und kannst einfach alles über den Haufen fahren. So, ihn lassen wir einfach mal, wo er ist, der ist mir egal. Folge dem Pfeilen, um zu entkommen. Jetzt gibt's also eine kleine Cross-Tour, sag ich mal. Mal gucken, ob ich das hinkriege, denn die ist nicht so ohne, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Man kann schnell mal abstürzen. Ja, toll, genau. Und da hast du noch solche Pfeffertrolle hier. Nicht mit dem Raketenwerfer. So. War jetzt vielleicht nicht gerade die beste Waffe dafür, aber hey. Ich glaube, wo muss ich denn hier lang? Muss ich die Treppe hoch? Wir fahren mal die Treppe hoch. Ja, das scheint zu passen. Okay. Hops. Wo geht's denn hier weiter? Moment, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ah, ich lümmel hier viel zu sehr. Okay. Einmal über die Wand. Kein Ding. Er hier muss erstmal weg. Zack. Und dann heißt es Gas geben. Wow. Ja, da fehlt was. Aber ist gut gegangen. Hat noch gereicht. War ich noch schnell genug? Hops. Schön. Schön, schön, schön. Hat funktioniert. Okay. Weg da. Ich hab's eilig. Jetzt bringt das Dynamit zum Übergabeort. Ich hab's irgendwie schwerer in Erinnerung, muss ich zugeben. Aber hab nichts dagegen. Wir haben's geschafft. Wir sind raus aus dem Steinbruch. Und damit ist zumindest das erste schon mal vorhanden, was wir brauchen. Beziehungsweise, was heißt, was wir brauchen? Und CJ hat sich einfach nur gedacht, Überfall, Explosives. Das kann eine gute Idee sein. Hier, Freunde. Delivery for Woolsey. Hey, you be careful with that. Mindestens genauso vorsichtig wie ich, der mit einem großen Baufahrzeug über die Dinger drüber gefahren ist. Schau im Steinbruch vorbei, um die Steinbruch-Nebenmissionen zu machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was man dort machen kann. Aber ich bin jetzt auch nicht so scharf drauf, um ehrlich zu sein. Steinbruch klingt jetzt nicht so, als ob ich das unbedingt machen wollte. Naja, gut, egal. So, dann machen wir mal auf zur nächsten Mission uns machen. Halt, können wir hier gleich durch? Ja, sehr schön. Und oh, ein Slam Van. Na gut, egal. Hab eh gerade keine Garage hier. Und wollen mal schauen, welchen Plan sich unsere Freunde so ausdenken möchten, um hier in das Casino einzubrechen. Oh, sieh mal, ein schönes Wetter. Das ging aber plötzlich jetzt. Wieder ab ins Casino. Und dann auch zur nächsten Vorbereitungsmission beim Bruch in die Mafia-Bude. You've had your chips. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know?
when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh, yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Da möchte uns aber jemand ärgern. Begib dich zu der Fabrik am Stadtrand. Du musst ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Strich oder eine dicke Explosion, je nachdem wie man will. Das machen wir sehr, sehr gern. Sie wollen uns also ein bisschen ärgern, dann ärgern wir doch mal ein bisschen zurück, würde ich sagen, ne? Okay, einfach von wo die Kurve nach rechts kommt, machen wir nach links. Da will uns also jemand mal wieder den Krieg erklären. Können sie gern haben. Ich weiß gar nicht, ob die den Jungen jetzt eigentlich haben laufen lassen, den wir an die Karre gebunden haben. Doch, den haben sie laufen lassen. Ja, stimmt. Der kommt nämlich an anderer Stelle nochmal vor. Das wird nochmal in einer Mission eine Rolle spielen, dass er noch am Leben ist. Ich meine, man hätte ihn ja auch entsorgen können, ne? Aber naja. So wie es Woozy ursprünglich vorgeschlagen hatte. Genau, er wird es dann wahrscheinlicherweise auch seinen Familienmitgliedern da gesagt haben, seinen Mafia-Familienmitgliedern, dass Woozy jetzt Bescheid weiß, welche Familie hier am Werk ist. Ja, und dementsprechend ist der Krieg jetzt offen, ne? So. Da sind wir auch schon. Der Expresszerstörer ist zur Stelle. Die Mafiosi haben einige Waffen, die die Liefereinfahrt bewachen. Versuche unbemerkt in die Fabrik zu gelangen. Gib mir mal ein Auto. Kommt wieder die alte Taktik bei mir zum Vorschein. So, raus. So, wir könnten da... Oh, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ein Massaker steht an. Ah, tja, das Katana, das tauschen wir dann mal ein, würde ich sagen. Wird mal wieder Zeit für ein bisschen Massaker. Das haben wir in GTA Vice City schon mal gehabt. Da mussten wir ja auch jemanden mit der Kettensäge jagen. Ja, geht's wieder los, wa? Hey, who's this prick? Somebody take care of this Joker. Oh, okay, die schießen hier die Schweine. Dann ist natürlich die Kettensäge vielleicht nicht die richtige Waffe. Lass mal kurz um die Ecke gehen. So. Hab nicht mehr viel Leben, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Oh, what? Mit der Pumpgun, das Arschloch. Okay, dafür hat es dann doch nicht gereicht. Das war sehr gemein, dort die Kettensäge hinzulegen, denn natürlich denkt man dann, dass man... Achso, warte, ich kann doch gleich laden. Dass man die Kettensäge benutzen sollte. Ja, das erwartet doch keiner, dass die dann auf einen schießen. Mensch, ist doch nicht die Realität hier. Ist doch ein Spiel. Okay. Können wir da drüben... Ah, da drüben könnten wir jetzt auch schon losmachen. Wir sehen also, jetzt sind die Missionen hier zweigeteilt, das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt mehr. Jetzt können wir hier weiter fürs Casino arbeiten von Woozy und drüben wird der Einbruch vorbereitet. Aber ich würde sagen, natürlich machen wir hier nochmal einen neuen Versuch, denn wir wollen die Kerle fertig machen. So, was ist denn mit dem da vorne? Achso, da ist eine Ampel. Gar nicht gesehen. Gut, also nochmal hin. Und dann versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Ich meine, an sich ist es nicht weiter kompliziert, wenn man nicht am Anfang wie ein Idiot einfach reinrennt und sich gleich mal beschießen lässt von denen. Weg da.
dann können wir da auch ganz gediegen uns mit dem Sturmgewehr oder was auch immer für eine Waffe ans Werk machen und alles aus dem Weg räumen. Kein Ding. Sollte machbar sein jedenfalls. Yeah, in Binko. Ich bin so weit im Spiel gekommen, um mal wieder in den Binko einkaufen zu gehen. Wir sollten aber wirklich vielleicht mal irgendwann demnächst wieder schauen, ob wir was zum Shoppen finden. Ich habe die Klamotten jetzt doch schon relativ lange wieder an. Weg da! Boah, wirklich. Da haut's ihn quer. So können wir... Vielleicht könnten wir auch da drüben lang, ich weiß es nicht. Wir fahren einfach hier lang. So, quietschende Reifen. Und dann geht's auf zur nächsten Runde. Wo ist denn der Haupteingang? Da ist der Haupteingang. Aha. Mit Polizei. Ist doch gar keiner. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. Na klar doch. Go on the bus. Klar bin ich ein Bulle. Okay, das ist aber nicht schlimm. Die rechnen jetzt mit Besuch. Begib dich schnell in die Fabrik. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. So, ist aber in Ordnung. So haben wir wenigstens nicht das Problem, dass uns jetzt jemand von hinten blöd kommt. Glaube ich jedenfalls. Sollte nicht. So, Arschloch. Noch einer? You got a death wish? Deine Deckung ist explodiert. So, jetzt haben wir schon mal den mit der Pumpgun weg. Die werde ich mir gleich mal unter den Nagel reißen, wenn ich das noch schaffe. So, das war's auch für ihn. Meinst du, ich sehe dich nicht da oben, oder wie? Pumpgun für mich. Ja, ja. Den hätten wir auch. Ihr seht, wenn man nicht gerade die Leute direkt am Hals hat, dann ist es nicht so das Problem. Wir müssen nur aufpassen, dass uns hier keiner plötzlich überrascht und direkt vor uns steht. Dann ist alles gut. So, haben wir hier noch irgendwo einen? Ne, sieht gut aus jetzt, ne? Na dann! Ho, 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 ho! Hinter der Säule versteckt, das Arschloch. So, für dich hole ich nicht mal das Sturmgewehr raus. So, jetzt möchte ich mal die Kettensäge noch... Oh, wobei, wir können das... Oh! Die Dinger explodieren? Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Die Dinger explodieren, wirklich? Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Wieso explodieren die denn? Na, klasse. Ich mach's jetzt nochmal, ohne dass die Aufnahme läuft. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns wieder an die Zerstörung von den Maschinen machen. Okay, da sind wir wieder. Alle sind wieder über den Jordan gegangen und ich habe ein kleines bisschen Leben verloren. Dafür habe ich mir diesmal meine Sturmgewehr-Muni gespart. Und ich würde sagen, diesmal nehme ich auch gleich hier die Micro-SMG oder was auch immer das für ein Ding ist, um die Automaten zu zerstören. Ich glaube, das ist die sicherere Variante. Kann auch keiner ahnen, dass es so gefährlich ist, das da Platz zu machen. Dass ich das, die Kettensäge nicht mal benutzen darf, um die Automaten kaputt zu machen. Das ist ja schon... Naja. Wozu ist das Ding dann dort? Also, ich weiß auch nicht. Egal, was soll's. Wir kümmern uns um die Teile. Oh, da war doch gerade einer. Ja. Aha. Ihr Schweinehunde. Meint ihr, ihr könnt mich überraschen, hä? Ha, habt ihr mein peripheres Sichtfeld unterschätzt? Okay, wenn die da hinten bleiben, dann mache ich erstmal hier weiter. So, kurz nachgeladen. Und dann schauen wir mal, wo die Kerle denn so sind. Aha. Mensch, das war erstaunlich effizient. Noch mehr? Ja. Komm, einfach angestürzt. Ja, warum nicht? Sonst noch eine irgendwo? Nicht so? Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den Rest hier.
Gut. Hier gehen wir mal ein kleines bisschen weiter weg. Hahaha. You wanna get shut up, huh? Düdüm. Gut, weiter geht's. Und der letzte noch. Ganz wunderbar. Sehr gute Arbeit. Der Job ist erledigt. Sieh zu, dass du heil zu Wusis Casino kommst. Na, das klingt ja großartig. Das klingt, als ob ich hier sehr viel Ärger kriegen könnte. Da sitzt einer. Warte mal. Was haben wir denn da? Sturmgewehr? Scharfschützengewehr? Weiß ich nicht, ob das jetzt das Richtige ist dabei. Ja, geht auf jeden Fall. Machen wir mal so. Ah, mit der Pumpgun. Aha, okay. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal das Sturmgewehr in die Hand. Ich glaube, hier gibt es jetzt Ärger. Gibt es da noch mehr von euch? Ich sehe jetzt erstmal keinen auf den ersten Blick. Nee, komm, dann nehme ich ja mal die... Na, so viel dazu, nehme ich ja mal die Muni. Gut, und dann schnappen wir uns mal das Auto. Das ist nämlich noch in Ordnung hier. Und ich nehme mal an, wir werden uns jetzt eine kleine Verfolgungsjagd liefern dürfen. Das ist mir aber herzlich egal, denn das sollten wir hinkriegen. Oder auch nicht. Gut, dann ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mir keine Verfolgungsjagd liefern muss. Ich ändere so oder so nicht viel an meinem Fahrverhalten dabei. So schnell wie möglich halt, ne? Okay. Da driftet die Karre aber ganz schön weg. Okay, das hat doch dann doch relativ gut funktioniert. Der eine mit der Pumpgun, der hätte mir noch ganz schön gefährlich werden können da, glaube ich. Oh, der Bull hat Glück gehabt. Also wenn man den da nicht sieht, wenn man da ein bisschen unbedarft rausgeht, dann hat man da, glaube ich, ein Problem. Denn diese automatischen Pumpguns, die sind echt böse. Wenn man da einmal reingerät, und ich glaube, man wäre dann schon nah genug, um die abzukriegen, dann hast du halt ein volles Magazin von 7 Pumpgun-Schüssen in der Fresse sitzen. Und das ist, naja, tödlich halt, ne? So ein bisschen. Okay, wir haben es geschafft. Wusis Ehre ist wiederhergestellt. Und ich glaube, die überlegen sich jetzt zweimal, ob sie nochmals es wagen, Wusi zu verhöhnen, indem sie solche komischen... indem sie solche seltsamen Chips herstellen. Aber jetzt haben wir wirklich den Krieg eröffnet, vermute ich mal so. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Wunderbar, $10,000 für uns. Und Woozy kann wieder etwas ruhiger schlafen jetzt.